sprechen jetzt mit André Luipold. Er ist Zugführer vom Löschzug Lachen-Speyerdorf. Herr Luipold, was muss man denn bei so Öfen beachten, die wir jetzt in dem Beitrag gesehen haben? So ganz ungefährlich sind die ja nicht. Genau, Frau Wittig, so ganz ungefährlich sind diese Öfen nicht. Warum sind die nicht ganz ungefährlich? Zum einen, wir haben ja ein offenes Feuer innerhalb eines Raumes. Jeder kennt Teelichter. Ein Teelicht alleine ist noch nicht gefährlich, aber diese Verbindung von vielen Teelichtern in einem solchen Ofen können zu einem Wärmestau führen, sodass dieses Paraffinöl, was ja diesen Docht zum Brennen gibt, durch diesen Hitzestau ausdampfen kann, sodass dann die ganze Fläche plötzlich anfangen kann zu brennen. Und wenn man dieses dann hat und versucht dann auch zu löschen, dann kann das ähnlich passieren wie bei einer Küche, wenn Fett brennt mit Wasser, dass das explosionsartig dann nach oben kommt und dadurch natürlich dann auch ein Zimmerbrand entstehen kann oder ich mich selbst natürlich dann auch schwer verletzen kann durch diesen Teelichtofen. Wenn ich so einen Teelichtofen anmachen möchte, was sollte ich denn da vielleicht beachten? Das Typische ist natürlich immer, da wo offenes Feuer ist, sollte nichts im näheren Umfeld sein, was brennbar ist. Also Gardinen, auch eine Unterlage entsprechend brandsicher verwenden. Dass wenn auch mal wirklich ein Funken oder ein Feuer überspringt, nichts Brennbares erwischen kann. Das ist natürlich immer hilfreich. Aber bei jedem Umgang mit einer Kerze oder einem offenen Feuer innerhalb eines Gebäudes. Ja, mit den steigenden Energiekosten werden ja viele kreativ. So ein Teelichtofen ist sehr kreativ, aber es haben sich ja jetzt auch viele so einen Heizlüfter angeschafft. Was sollte man denn da beachten? Genau, es gibt ja diese Elektroheizlüfter, die machen natürlich schön warm. Auch da sollte man darauf achten, dass diese Wärme, die der Heizlüfter erzeugt, nach vorne hin abgeführt werden kann. Man sollte sie nicht in eine Ecke stellen und einen Vorhang vorne dran stellen. Dieser Vorhang wird natürlich dann auch warm und könnte sich dann auch entzünden oder auch durch diesen Hitzestau innerhalb dieses Elektrolüfters kann es zu einem technischen Defekt kommen, der auch zu einem Brand führen kann. Wo die Feuerwehr auch abrät, einen Holzkohlegrill in die Wohnung zu stellen, da besteht natürlich ganz klar die Gefahr einer Rauchgasvergiftung oder einer Kohlenmonoxidvergiftung, sollte man tunlichst auch vermeiden. Klar, durch diese gesteigenden Heizkosten wird es natürlich etwas kälter im Gebäude, dann aber lieber eine Decke nehmen und sich zudecken, wie natürlich hier mit offenem Feuer innerhalb eines Gebäudes zu hantieren. Ja, vielen Dank, Herr Luipold, für diese tollen Tipps. Gerne.